Hallo meine Freunde Roboter und willkommen zurück zu Let's Play Lego Ninjago Schatten des Ronin. Ich bin der Drachenbursche und heute wird gegrüßt nämlich der Markus, der Leon, der Timo und noch der Jakob. Ja, da kommt einiges an Raketen auf uns zugeflogen. Vor allem, wie soll man den... Wow. Okay, da muss man schnell laufen, damit man nicht getroffen wird. Lass mich bloß vorbei. Ich laufe hier einfach jetzt durch nur. Nein. Jawohl, wahre Ninja sind wir gewonnen. Raketen bin ich bisher auch noch allen ausgewichen, meine ich. Ich laufe jetzt einfach hier durch. Auch wenn ich getroffen werde, das ist nicht so schlimm. Ich darf mich hier nicht von den Raketen treffen lassen. Okay. Jetzt kommen aber auch keine Raketen mehr. Das scheinen hier die letzten beiden zu sein hier. Ah, mit denen räumen wir natürlich auf. Auch wenn es laut ist, aber wie hauen wir weg, wie sich das gehört. So, weg mit dir auch noch. Jawohl, blitzschnelle Reflex. Den Raketen sind wir erfolgreich ausgewichen. Können wir hier nochmal zurückgehen und den Rest ja auch noch kaputt machen. Wenn die hier schon... Ja, jetzt kommen sie an. Jetzt rächen wir uns hier an allen, die uns versucht haben, hier kaputt zu machen. Nachdem wir hier schon... Jawohl, das gibt nochmal richtig Münzen auf jeden Fall. Und da ist auch noch ein geheimes Gebiet, was ich fast übersehen hätte. Ja, war geschickt da einfach durchzulaufen. Oh ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Haben wir auch schon 23.000 hier. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwo was, ein geheimes Gebiet war oder so. Weil ich tippe fast, dass das Level hier danach zu Ende ist. Die Level sind jetzt ein bisschen kürzer geworden, habe ich so das Gefühl, diese letzten Level. Aber dafür sind sie auch cool gemacht. Besonders das hier, also dieser Kampf gegen diese Mechs und so hier, das macht schon Spaß. Kann man nichts sagen. Wie gesagt, was ich bei dem Spiel so klasse finde, ist einfach die Abwechslung, die man hat. Weil die Level einfach so schön unterschiedlich sind immer. Das ist echt eine super Sache. So, die beiden werden auch kaputt. Wie ich davon überhaupt durchgekommen. Hier können wir noch einen Stein kaputt machen. Ich glaube aber sonst, dass wir hier fast alles gesehen haben, was es hier zu sehen gibt. Den haben wir noch nicht kaputt gemacht. Aber auch noch ein blauer, den habe ich gesehen. Sehr gut. Wir schießen auch nochmal einmal nach vorne. Aber jetzt müssten wir gleich vorne angekommen sein, wo wir hergekommen sind, befürchte ich. Jetzt haben wir gleich alles gesehen. Oder liegt hier noch irgendwas rum, was wir nicht gesehen haben? Nee. Da können wir noch, das haben wir gar nicht zusammengebaut vorhin. Gut, dass wir das noch gesehen haben. Achso, da können wir noch eine Rakete bauen, okay. Ja gut, dann hauen wir die Rakete. Vielleicht hätten wir damit die Gegner besiegen können. Vielleicht hätten wir das, auf sie zurückschießen können. Das wäre natürlich cool gewesen. Mal schauen, wo die hinfliegt. Vielleicht bringt sie uns aber auch nur einen Charakterstein. Ja, die bringt uns einen Charakterstein. Na, da hat es ja doppelt gelohnt, so zurückzulaufen. So. Und den nächsten Charakterstein. Das heißt, wir haben beide Sammelgegenstände gefunden. Ich glaube sogar, dann müssen wir in dem Level alles geschafft haben. Ja, schön. Erfolgreich. Das heißt, wir werden in dieses Level auch nicht nochmal reinkommen. Aber, naja. Es gibt ja noch genügend andere Level, die wir nochmal spielen werden für die 100%. Beides Level, das hätte ich jetzt sogar eigentlich nochmal freiwillig nochmal gespielt. Das war schon coole Action, kann man nichts sagen. Ach, da sind sogar noch mehr. Das war's noch gar nicht. Da steht auch noch eine von diesen Flammenwerfer-Dingern. Oder besser gesagt, Stand. Jawohl, wir können auch alles kaputt machen. Ah, von dem Ding hat er geredet. Ja, da kommen wir so leicht nicht durch. Jetzt machen wir den auch noch weg hier. Den letzten Flammenwerfer auch noch entfernen. Jawohl, 30.000 haben wir hier gesammelt. Ah, doch. Also für Stats-mäßig lohnt sich das Level auf jeden Fall, weil man auch relativ schnell die Stats bekommt. Und relativ leicht, also man stirbt nicht so schnell. Na dann, bauen wir das hier mal zusammen und schaffen damit dann hoffentlich irgendwie dieses Tor einzureißen. Das wird... Oh! Okay, dann wollen wir das Ding mal schön aufladen. Ein elektrischer Rambock. Na, wenn sie das mal im Mittelalter gehabt hätten, da wären sie bestimmt dankbar gewesen. So, anvisieren und... Oh ja! Klopp, klopp! Lieferung für einen Herrn Ronin! Tja, wir bringen ihre Lieferung vorbei. Damit sind sie auch auf jeden Fall geliefert. Zumindest der Ronin ist hoffentlich bald geliefert. Ja, Level ist noch gar nicht zu Ende. Und da ist Ronin. Haltet sie auf! Werft ihnen alles Verfügbare entgegen! Wenn etwas Essbares dabei wäre, würde ich mich sehr freuen. Was? Oh mein Gott, das leckert nicht von einer Stunde. Ah, Cole ist so gut. Ja, hier machen wir auch noch die Flammenwerfer kaputt hier, bevor sie uns kaputt machen. Ja. So, Gegner haben wir hier aber auch schon wieder gleich alle zerstört. Ja, die haben da nicht so die großen Chancen gegen uns. Okay, man hört gar nichts mehr.
weil die so laut sind. So, wir können auch schießen, mein Freund. Ich glaube, die können aber nicht schießen. Auch wenn sie ziemlich cool aussehen, aber mit uns haben sie trotzdem keine Chance. Da sind wir doch ein bisschen effektiver am Kämpfen. Gute Arbeit, Jay! Wie kommen wir da rein? Ich sehe keine Tür. Okay, jetzt sehe ich sie. Schnell. Keine Zeit zu verlieren. Gut, dann weiter. Wenn man keine Tür hat, baut man sich einfach selber eine Tür. Warum auch nicht? So, zwei Sammelgegenstände haben wir gefunden. Wir haben uns nicht von den Geschossen treffen lassen. Und 10 von den Gegnern haben wir auch zertreten. Sehr gut. Dann haben wir insgesamt schon 45% von dem Spiel geschafft. Wir nähern uns der Hälfte auf jeden Fall. Ja, die Hälfte. Ist ein Anfang zumindest. So, was müssen wir denn hier schaffen? Alle Artefakte in Chains Galerie müssen wir zerstören. Okay, das wird ihn bestimmt ärgern. Und Ronans Wachen das falsche Essen sollen wir auch noch geben. Wie kommen wir da rein? Ich sehe keine Tür. Okay, jetzt sehe ich sie. Stoppt sie! Ronan muss es schaffen! Hey, gute Nachrichten! Er hat's noch nicht geschafft. Und wird er auch nicht. Du! Schnell! Versteck die Klinge! Okay. Das sind auf jeden Fall die Sachen hier, die wir kaputt machen müssen. Hier in der Galerie, glaube ich. Also diese Sachen, die hier rumstehen, diese... Den haben wir denn überhaupt dabei von den Ninjas? Okay, wir sind hier immer noch mit voller Mannschaft unterwegs, das ist gut. Nehmen wir aber, glaube ich, nochmal den guten Lloyd, denn der ist, glaube ich, hier doch am effektivsten. Okay, schade, dass nicht angezeigt wird, wie viele Sachen man schon kaputt gemacht hat vor den Galeriesachen. Weil hier steht ja doch einiges rum, was der hier ausgestellt hat, der Herr Ronan. Da müssen wir auf jeden Fall einiges kaputt machen, aber das ist ja auch nicht schlecht, weil dadurch kriegen wir ja auch wieder Münzen, wenn wir die Sachen kaputt machen. So, hier schön strategisch vorgehen, erst unten alles kaputt machen und dann nach oben gehen erst. So, einmal das wäre kaputt. Wir müssen nämlich 3 Klingen oder so bekommen. Wie wir den Gegnern Essen verabreichen, ist mir allerdings noch nicht ganz klar. Aber das werden wir auch noch rausfinden. Ich finde diesen Running Gag mit der Tür auch ganz gut eigentlich. Ich hoffe, den bringen sie nochmal, aber alle die guten Dinge sind ja bekanntlich 3, von daher denke ich mal, wird der Running Gag mit der Tür noch auf jeden Fall. Zumindest nochmal, wow. Zumindest nochmal einmal. Uhu. Oh, Lloyd hat schon was drauf. Zumindest nochmal einmal kommen. So, und dann einmal Cole. Cole, der aus dem Dschungel kam. Und damit bekommen wir auch die erste der Klingen. Jetzt steckt sie wieder in die Statue. Das ist da oben. Ist das da oben, diese Schaufel? Ah. Nein, du sollst nicht das noch machen. Du sollst den hier nehmen. Ist diese Schaufel da oben eigentlich auch eins von den Artefakten, die hier rumstehen? Ich weiß es gar nicht. Nee, wieso hält er deine Schaufel auf? Ich weiß nicht, warum er eine Schaufel aufgehängt hat. Ich glaube, ich werde es auch nicht mehr herausfinden. Da ist noch einer von den Gegnern. Können wir den mit der Klinge vielleicht sogar besiegen? Schade. Schade. Ich dachte, wir können ihn mit seiner eigenen Klinge besiegen. Das würde für mich gut klingen. Oh Gott, das ist so schlecht. Ah, Wortspiele mit Klingen. Heute, ja. Ach, hier ist wieder ein Gegner drin versteckt. Die machen mittlerweile schon selbst ihre Artefakte kaputt. Na, umso besser. Macht mir die Sache auf jeden Fall leichter. Da ist auch noch eine Klinge versteckt. Also die Klingen sind hier wirklich an jeder Ecke zu finden. Okay, dann hängen wir die mal hier rein, die Klinge. Nur noch eine. Das ist korrekt, Nier. Da stimme ich dir einfach mal zu. Weg mit dir. Immer noch nicht weg mit dir. Jetzt aber. Geht doch. Wenn man nicht alle selber macht. Du machst ja auch gleich deine Sachen kaputt in der Galerie. Okay. So, das dürfte der letzte gewesen sein. Aber ich glaube, wir haben jetzt... Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir diese... Warum, ich brauche nochmal Nia. Weil Nia kann ja mal ganz gut Sachen werfen, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob man die Sachen vielleicht auch zerstören muss hier. Nö, die kann man nicht anvisieren. Das heißt, was man nicht anvisieren kann, kann man auch nicht kaputt machen. Hehe. 2 auf einmal. Ich muss mal wieder diesen Ninjago, den Ninjago-Wirbel machen. Habe ich in letzter Zeit nicht so oft gemacht. Die auf den Fersen, Ronan. Okay, was auch immer die da tun. Ist das so eine Art Aufzug oder so? Wenn er sich nicht als Kronleuchter verkleidet hat, ist er nicht hier. Nein, ich glaube nicht, dass er sich als Kronleuchter verkleidet hat. Da ist auf jeden Fall noch was, was wir kaputt machen können. Machen wir natürlich auch jetzt geht ihr mal hier weg. Ja. Mir zeigt euch mal, wo der Hammer hängt. Beziehungsweise eher, wo das Samurai-Schwert hängt. Ja.
Cole hat sich ja auch schon drum gekümmert um das Problem. Dann fahren wir mal nach oben. Dann fahren wir mal nach oben, habe ich gesagt. Nein. Brauchen wir eine Feuer-Ninja. Na gut. Dann nehmen wir halt den Kai. Aufrecht. Er war es nicht. Wir sollten im obersten Stockwerk des Gebäudes nachsehen. Dann schauen wir mal nach im obersten Stockwerk. So, einmal den Aufzug benutzen. Lasst sie nicht in die Privatsuite. Er meinte mit sich ein Chatzimmer. Wir können vom Balkon des Raums, in dem ich war, dorthin hochklettern. Ah, erstmal müssen wir noch ein paar Gegner besiegen, bevor wir irgendwo hinklettern. Aber wie wir den Gegnern Essen verabreichen sollen, schauen wir mal. Da ist auf jeden Fall wieder ein Skelett-Tor, wo wir nicht rein können. Da ist der Fernsehraum, wo wir wahrscheinlich rein müssen, schätze ich mal. Machen wir das noch kaputt. Auf der anderen Seite waren wir auch noch nicht. Ich gehe mal auf die andere Seite rüber. Da brauchen wir Cole wahrscheinlich, weil wir da jemanden starken brauchen. Und Cole ist ja für gewöhnlich stark. Der kann ja sowas normalerweise mal machen. Na, hier gibt es auch noch einen blauen. Ja, doch, wir müssen eindeutig in den Fernsehraum. Eine andere Option sehe ich da momentan nicht. Hier noch irgendwas in der Ecke versteckt. Das wäre auch gemein gewesen, wenn es da versteckt wäre, wo man es nicht sehen würde. Aufgrund der Kamera. Na dann, hier gibt es noch ein paar Sachen kaputt zu machen. Ein paar Einrichtungsgegenstände. Ah, wir müssen den Fernseher nehmen und dann da in die Wand reinschleudern. Jetzt check ich's. Da noch irgendwas? Nö. Ich wollte eigentlich nur direkt zu Cole wechseln, genau. Lass mich mal ran. Rock'n'Roll. So, anvisieren und. Oh ja. Du weißt schon, dass man sie einfach aufschieben kann, oder? Weiß ich, aber dann hätten wir nicht diese abgefahrenen Zertrümmerungsgeräusche gehabt. Oh. Wo er recht hat, hat er recht, oder? Seht euch mal die ganzen Artefakte an. Ist das ein Teil der Himmelsuhr? Ein Nudelsuppenspringbrunnen. Wie geht's? Die ist da seit Wochen drin, Cole. Wollte ja auch nur ein Löffelchen davon essen. Oh oh, mehr von denen. Das heißt wohl, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Okay, das hier die. Ah, das sind die Artefakte, die wir kaputt machen müssen. Oh, hätte uns aber auch jemand sagen können. So, ihr habt Lust auf. Aber was ich gerade mal ausprobieren will, diese Nudelsuppe, die sieht auch so aus, als könnte man sie gefrieren, oder? Das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ups. Ach, jetzt geh doch mal weg hier. Nerviger du. Vielleicht können wir nach oben, wenn ich den Sprungbrunnen vereisen lasse. Ja, doch, es geht tatsächlich mit der Nudelsuppe. Machen wir das noch kaputt. Dann haben wir nämlich alle. Ne, dann haben wir nur 2 von 3 Artefakten. Ah, doch. Wahre Ninja sind wir geworden und da ist das dritte Artefakt. Sehr gut. Unbezahlbar. Das sieht auch nett aus hier. Oh Mann. Ah, jetzt können wir es auch vereisen. Ihr seid hier immer noch nicht fertig. Geht doch nicht. Macht mal hinne hier. Okay, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal gucken, was diese andere Quest war, weil die mich jetzt noch. Die irritiert mich jetzt ein bisschen. Die würde ich eigentlich ganz gerne noch schaffen, die letzte Quest. Gib Rons Wachen das falsche Essen. Nee, ich glaube da. So weit sind wir noch nicht. Das müssen wir irgendwo anders machen. Ah, hier können wir auch nochmal mit Feuer gleich was regeln. Die haben echt coole. Wir kämpfen in letzter Zeit relativ wenig. Die meisten Missionen waren dann doch eher irgendwie so. Also wir kämpfen mit den Ninja relativ wenig. Die meisten Missionen waren dann eher Rumhüpfmissionen in letzter Zeit. Das ist echt ganz erfrischend, auch mal wieder ein bisschen die Fähigkeit der Ninjas zu sehen. So. Da hinten habe ich auch noch was gesehen. Nämlich Toxikita. Die Dame kenne ich allerdings nicht. Da bin ich noch nicht weit genug fortgeschritten hier in der Ninjago-Serie, um die zu kennen. Ja, schon witzig gemacht, diese Gemälde hier und so. Okay, jetzt aber genug der Witze. Wir gehen ein bisschen einfrieren hier. Ups. Am besten einmal hochspringen, genau. In diese leckere Suppe rein. Also die Springbrunnen ist schon auch cool. Aber er hat gesagt, die Suppe ist da schon seit Wochen drin. Das ist dann nicht mehr ganz so cool. Würde ich jetzt nicht unbedingt mir zu Gemüte führen. Wenn ich nicht müsste. Ah, da war das Essen gerade eben, habe ich gesehen. Da sind keine Türgriffe dran. Feng, bist du das? Hast du mir meinen Imbiss mitgebracht? Klar. Du wolltest Wushu-Schwein, richtig? Oh nein! Ich wollte das Gericht auf dem Foto! Mann! Ich lass dich erst rein, damit du dich vor den Ninjas verstecken kannst, wenn du mir das richtige Essen bringst. Oh, okay. Tut mir leid. Ich werd's gleich kommen lassen. Okay. Dann lassen wir das. Wow, wie eine dieser Maschinen in Shans Nudelrestaurants.
Du wählst einfach nur die Zutaten aus und die macht dann daraus das gewünschte Gericht. Okay. Wir stellen ihm irgendwas komplett Falsches zusammen. Das sind so kleine, so nette Sachen hier überall in dem Spiel. So, da brauchen wir aber Kohle, um hier irgendwas zusammenzustellen, glaube ich. Oder? Bin mir gerade nicht sicher. Anscheinend. Oder? Schauen wir mal. Okay. Nee, er muss den Wirbel machen. Okay, ich glaube, er würde jetzt momentan dieses Essen bekommen, wenn wir jetzt das machen. Okay, dann lassen wir mal das Essen kommen, weil das ist nämlich falsch. Hoffentlich ist es das, was er wollte. Wenn nicht, esse ich es. das sieht ihm da oben sehr ähnlich. Das ist bestimmt genau das, was er wollte. So, bitteschön. Was ist das? Das will ich nicht. Oh Mensch, was für eine Verschwendung. Was? Das ist doch ungesund, das war grün, das ist gesund. Was hat der Kerl denn? Na gut, dann machen wir ihm mal das, was er haben will. Was will er denn haben? Da will er haben, Shrimps will er haben. So, einmal die Shrimps. Und dann bei grün können wir das hier drehen. Okay. Nee, er will, glaube ich, er will keine Suppe, er will Reis haben. Das sieht für mich nach Reis aus. Und zu guter Letzt gibt es da noch was in die Mitte rein. Irgendwas Oranges, Undefinierbares. Keine Ahnung, was das ist. Oder was das darstellen soll. Okay, dann mal jetzt auch mit dem richtigen Essen. Schauen wir mal, ob es auch genauso ausschaut wie auf dem Bild. Ja, das ist ungefähr wie bei McDonald's. Also oben ist das, was in der Werbung angezeigt wird. Und unten ist dann das, was man wirklich im Laden bekommt. Ich hätte jetzt auch jede beliebige andere Fastfood-Kette sagen können. Ich hätte jetzt auch Burger King sagen können oder so. Ich muss sagen, ich esse bei sowas eigentlich gar nicht. Also solches Essen ist gar nicht meins. Ich esse lieber gutes Essen. Richtige Gericht. Ja, das ist es. Her damit. Überraschung. Oh, stimmt ja. Feng klingt nicht wie eine Frau. Wie, Feng klingt nicht wie eine Frau. Dabei hat Nia doch so toll ihre Stimme verstellt. Wow. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Hier durch. Na dann, wenn das so ist, dann nix wieder durch. Ab zu Ronan. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.